Ivatjeva is de ervarenste, de vielseitigste, de bekannteste, de brillanteste. Ja, ich glaube. Darf ich ruhig sagen, er ist auch der einzige Heimatdichter unserer Stadt. Seine Gedichte atmen tiefe Erkenntnis, hinter der sich häufig ein wahrer Kern verbirgt. Stellvertretend sei nur eines der vielen zitiert, die Ode an den Wald. Ode an den Wald. O Buchen, Tannenfichten, o Eichen führen Espen, o Kiefern, Lärchen, Eiben, o Wald, o Wald, o du Wald, du. Herr Schäfer, wie wird man eigentlich Heimatdichter? Ja, also ich habe zunächst ganz klein angefangen, habe zunächst nur einzelne Bäume besungen, dann kleinere Waldlichtungen. So 2 bis 3 Hektar. Oder gelegentlich 1 Kilometer Feldweg. Ja, und so wurde ich allmählich reifer, größeres im folgenden Jahr. Beispielsweise, da habe ich in einem einzigen Gedicht, ich glaube es war ein Vierzeiler, über 9 Quadratkilometer nächtlichen Mischwald besungen. Herr Schäfer, Sie sind doch Profi. Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, ich habe das Geschäft seinerzeit von meinem Vater übernommen. Mein Vater war ja eigentlich eher eine Art Stadtschreiber. Hat also meist nur bis zum Ortsschild gedichtet. Später kam dann in seinen Texten auch einmal ein Stück Bauerwartungsland vor. Was eine wohl höchste Leistung, die vollbrachte er im Jahr 1952. Und zwar ließ er da im freien Feld einen Pfahl aufstehen. Und den hat er dann über eine Distanz von, ich glaube, 350 Metern angedichtet. Und voll getroffen. Außerdem hat er also ganz, ganz hervorragende Nachdichtungen geschrieben. Beispielsweise die Glocke. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute soll die Glocke werden, frisch Gesellen, seid zur Hand. Ich glaube, genauer kann man Schiller nicht nachdenken. Ja, aber Sie, Herr Schäfer, sind ja nicht nur ein Spezialist für Naturlyrik, obwohl man hier in der Stadt jene herrlichen Verse liebt. Die dümmste Sau im ganzen Wald, das ist der Förster Willibald. Einen Großteil Ihres dichterischen Schaffens haben Sie ja der Fußballmannschaft des hiesigen TVU gewidmet. Selten ist es einem Poeten gelungen, die inneren Empfindungen eines Menschen am Rande eines Spielfeldes so exakt zu schildern, wie Sie es tun in Ihrer bezaubernden lyrischen Skizze »Der verträumte Schiedsrichter«. Hier liege ich auf dem Frühlingshügel, da kommt ein Ball vom linken Flügel. Der Kuckuck ruft, die Finken schlagen, ein Stürmer wird vom Platz getragen. Meisterhaft, wie Sie mal den Ball ins Aus spielen und die Spieler 14 Seiten lang danach suchen lassen. Wie Sie versuchen, den einzelnen Leser aktiv ins Gesamtgeschehen mit einzubeziehen. Im Kapitel »Wir bauen ein Eigentor« zum Ausschneiden und Zusammenkleben. Aber noch eine Frage zum Schluss, Herr Schäfer. Haben Sie eigentlich keine Angst, dass Ihnen hier an diesem verhältnismäßig kleinen Ort nicht irgendwann mal die Arbeit oder die Ideen ausgehen? Nun ja, sehen Sie, Arbeit gibt es genügend. Ich beschäftige mich ja auch noch mit theoretischen Problemen der gehobenen Literatur. Ich darf da nur an die von mir entwickelte Kurzformel für das antike Drama erinnern. Hybris, Katharsis, Ausis. Und was das Künstlerische anbetrifft, sehen Sie, es gibt doch so viele Gegenstände der Schöpfung, die noch nicht besungen sind. Zum Beispiel die Natronlauge. Es gibt Themen und Gedanken, die vor mir noch kein Mensch in die Literatur einzubringen gewagt hat. Wenn Sie wissen wollen, was ich meine, dann lesen Sie mal mein Epos, Kommando Bimberle. Ja, was mich bei Ihren Büchern immer wieder erstaunt, Sie beginnen alle erst auf Seite 289. Und ja, hier zeigt sich eben der reife Dichter. Wo andere schon aufhören, da fängt der Herr Schäfer erst richtig an.